Okay, dort drüben links, dort sind sie. Sehr schön. So, Endstation. Okay, Moment. Aber ich frag mich, wie die dort ausbrechen können, dass... Einen flauschigen Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder, starten wir in meinem hübschen, mehr oder weniger, meinem Büro. Wieder in unserem Police Department. Draußen steht auch schon unser Hammer und wir werden natürlich heute wieder zu den wichtigen Einsätzen auf Streife fahren. Da haben wir auch schon den ersten Einsatz. Und zwar wurden anscheinend hier Aliens gesichtet. Das hatten wir ja schon einmal in einer Folge. Bedeutet, das können auf jeden Fall wieder Aliens sein. Was ich mich aber frage, wenn es wieder Aliens sind, woher kommen die eigentlich? Die verschwinden ja dann immer nach so einem kurzen Auftritt von denen, so in 600 Metern, direkt auf der Autobahn, aber auf der gegenüberliegenden Spur. Okay, hier vorne ist anscheinend schon. Okay, dort drüben links, dort sind sie. Gut, dann nehme ich hier mal kurz einmal Platz machen, bitte. So, Los Santos Police Department. Auf den Boden, auf. Ja. Das meinte ich, ne? Das Flugzeug haben sie sich wahrscheinlich nicht geportet. Und da gibt es eine Person, die ist hier ziemlich schnell unterwegs, wie ich finde. Dort. Okay, Moment mal, wo fährt die hin? Die fährt hier entlang. Okay, ich würde sagen, da schicken wir gleich mal die Luftkräfte rüber. So, wir nehmen die Verfolgung auf. Direkt hier vorne. So. Wie wär's, wenn wir... Ja, ich würde sagen, wir sperren mal die Straße, ja? Ja, die Kollegen kennen hier ein bisschen, habe ich das Gefühl. Na, das scheiß Weste eigentlich auch reichen. Sehr schön. So, Endstation. Los Santos Police Department. Aus dem Auto. Aus dem Auto. So, sie bewegen sich hier bitte mal nicht. Und jetzt schön die Hände hoch. Und auf den Boden jetzt. Wenn nicht hören will, muss fühlen. So, Hände hoch. Bitte gehen Sie ein bisschen vom Kollegen weg. Okay, so. Dann fragen wir einmal das Kennzeichen ab. Ach, die liegen noch. Nein, die tun wir mal hier auf die Seite. Target license plate. 2-4 Union Sam Ocean 1-1-1. No 1099. Nix. Zum Fahrzeug. Tennisschläger und ein Taser. Okay. Dann. Tow truck. Assistance required on Palomino Freeway. Ja, ein Transporter ruf auch noch für den Herrn. Ansonsten cruisen wir hier einfach mal schön übers Auto. Und dann sind wir auch hier fertig. Der Kollege tut den Herrn noch überwachen. Ich frag mich, warum hier Stau ist. Ich drängel mich mal hier vorbei. So, wir haben jetzt ein Meeting mit dem FIB. Da, ich bin ja auch beim FIB aktuell. Ich bin ja nicht jetzt
direkt ein Streifenpolizist. Danke, dass sie mir den Weg versperren. Sieht man ja auch an meiner Uniform und an meinem Streifenwagen. Streifenwagen in Anführungszeichen. Ich bin ja auch... Oh, hallo, hallo, hallo. Was wird denn das? Wo kommen die denn her? Moment mal. Stopp. Nee. Sie rennen hier nicht weiter. Einmal aufstehen und Hände hoch. Und jetzt schön auf den Boden legen. So, sie sind hiermit erstmal vorläufig festgenommen. Was haben denn hier zu suchen? Das ist hier gerade die Frage. So, Ma'am. Wo kommen sie gerade her? Ich habe das Recht zu schweigen. Gut, da sie haben auch das Recht, jetzt im Transport abgeführt zu werden. So. Gut, da kommen gleich die Kollegen. Wenn sie nicht reden wollen, dann reden wir. Oder die Kollegen auf der Wache. Ich warte noch kurz, bis die Kollegen hier sind. Wir haben ein gesuchtes Gangmitglied aktuell als Fall reinbekommen. Die Kollegen, meine Kollegen vom FIB warten bereits. Wir werden dann wahrscheinlich gleich einen Zugriff starten. Wir werden wahrscheinlich die SWAT-Einheiten direkt hinzufügen, denn wir sind hier so, wir gehen schon ins Ganggebiet, was für ein Gangmitglied jetzt nicht so unüblich ist. So, wir machen einmal hier, ach, wir müssen hier hin, okay. So, einmal Blaulicht aus. Gut, hier hin bei der Mega Mall. Dort warten auch schon direkt die Kollegen. So. Schönen guten Tag, die Kollegen. Wie sieht's aus? Was ist der Plan? Guten Tag, dass Sie gekommen sind, Officer. Ich bin mir sicher, dass er bewaffnet und gefährlich ist. Vor einer Woche hat er jemanden umgebracht und einen Officer angeschossen. Okay. Wir wissen, dass in einer Gruppe, also in einer Gang ist. Okay, und jetzt müssen wir ihn schnappen. Okay. Gut, ich habe den Plan verstanden. Dann würde ich sagen, ja, wir können starten. Und sie sichern mich direkt ab. Sehr schön. So, da ich weiß, dass das hier das Ganggebiet ist, ziehen wir auch gleich das SWAT- bzw. SEK-Team hinzu. Wir rufen direkt schon mal ein neues SWAT-Team. Und das dreimal, weil das hier... Ja, das meine ich. Ja, danke. Das ist aber nicht das SWAT-Team, was ich gerufen habe. Genau, die schießen hier schon. Ich tue mich mal direkt. So, da kommt das zweite SWAT-Team. Wir sperren die Straße ab. Gut. Ich barrikadiere mich hier hinten. Der lebt anscheinend nicht mehr, okay. Der ist auch okay. Wieder auf dem Boden. Die sind vernünftig im Gegensatz zu den anderen. So, die sind hiermit festgenommen. Ja, hier gibt es auch ein paar Leute, habe ich gesehen. So, ich rufe den... Okay. Wir brauchen hier einmal Rettungssanitäter. Okay. Wir tun hier aber die Waffen einkassieren. Wir haben hier noch einen anderen Typen. Das ist wahrscheinlich hier den Herrn, den wir festnehmen müssen. Wir können auch hier einmal... Der Herr macht sich wahrscheinlich gerade aus dem Staub, ne? Ja, nee, nicht mehr. Ah, ja, schön, wie sie das machen. Fein, haben sie das gemacht. So. Oh, nee. Also, jetzt. Los Angeles Police Department, sie sind hier mit festgenommen. Schön, die Hände einmal nach oben. Ich würde an ihrer Stelle jetzt einmal ganz langsam auf den Boden gehen.
So, schön nach unten und die Hände hinterm Kopf. Sehr gut. Sie sind hiermit festgenommen. Dann haben wir den Herrn auch festgestellt. Wir rufen für den Herrn einmal einen Transporter. Hier, okay, das Auto hätten wir jetzt noch aus dem Verkehr ziehen müssen. Was hier beschädigt wurde, weil so dürfte das jetzt eigentlich nicht weiterfahren. So, da sind die Kollegen. Damit können wir auch einmal den Fall abschließen. Okay, es wurde schon für uns beendet. Wir haben nicht mal weit von hier ein Feuer gemeldet bekommen. So, ich bin jetzt mal hier die Straßenbahn einmal aus dem Weg. Zack, heute noch kein Straßenschild umgefahren. Das müssen wir uns merken. Geben mein Bestes. Wir rufen direkt mal das Fire Department. Ja, fahren. Hallo! Warum steht denn hier? Ach so! Okay, okay, okay. Ich tue hier direkt einmal. Obwohl. Bei dem großen Auto, da bin ich mir nicht mal sicher, dass wir hier sicher sind. Beziehungsweise mein Auto hier sicher ist. So. Wir sperren das hier direkt einmal ab. So. Damit hier ja niemand lang fährt. Das wäre auch äußerst dumm. Gut, wann kommt die Feuerwehr hier endlich? Ach, da sind sie auch schon. Schön, dass wir dorthin parken, warum auch immer. Mitten auf der Straße, so kenne ich sie. Gut, dann einmal bitte an die Arbeit. Ah, Moment, Moment, Moment mal. Aus dem Auto, aus dem Auto, aus dem Auto. Sie fahren hier nicht unsere Einsatzkräfte an. Schön auf dem Boden. Sie sind hier mit Vorläufig festgenommen. So, kann er nicht hier unsere Feuerwehr einfach anfahren. So, okay, das Menü brauche ich nicht zweimal. So. Ein Schalldämpfer, Aktentasche voller Kokain, das reicht mir an der Stelle. Sie sind so oder so festgenommen. Dann ein Transporter einmal für Sie. So, ich stelle ihn noch hier hin. Das Fahrzeug brennt immer noch. Wo sind die? Okay, das hat jetzt. Hallo! Also, so manchmal denke ich mir echt, was mit den Kollegen falsch ist. Die rammen hier einfach mein Auto. So. Zum Glück ist hier nichts kaputt. Oh, war da was drinnen? Nee. Aber wo sind denn unsere... Das Nuss-Team. Tja, also was... Da verstehe ich echt nicht. Also ich... Na gut, hier finden wir nichts mehr. Wir rufen großen Abschlepper. Frag mich, was mit unseren Kollegen passiert ist. Was macht ihr denn da? Das habe ich ja noch nie gesehen. Um Gottes Willen. Okay. Ja, ich gebe mal die Straße frei. Wir werden dann hier auch fertig. Es wird gerade ein Überfall gemeldet. Direkt in unserer Umgebung. Wir rufen direkt mal eine Patrol-Einheit hin. Hier direkt hier drüben. Was? Bleiben Sie stehen? Machen Sie, dass Sie Land gewinnen. Okay, 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 okay. Moment, Moment, Moment. So, Los Santos Police Department. Was, wie? Was hat denn, wie rennt denn der hier? So, sie rennen hier überhaupt nicht mehr. Oh. So, sie sind auf dem Boden, das ist schon mal sehr gut. So, sie rennen hier jetzt nicht mehr weiter. Schön die Hände hoch und auf den Boden legen. So. Ah, schön, boah. Schön, versperren sie der Feuerwehr ruhig den Weg. Macht ja sonst niemand, ne? So. Haben Sie irgendwas an sich? So, mal sehen, was wir hier so Schönes finden. Ja, danke. Ich war noch nicht mit der Durchsuchung fertig, aber
Dispatch to all SWAT units. We have okay. a call for 148 in Grande Sonora Desert. Units respond code 3. Hier scheint alles. So, der hier ist noch unversehrt. Okay, hier findet gerade ein Gefängnisausbruch statt. Dort müssen wir jetzt mit Eile sofort hin. Hier ist natürlich höchste Eile geboten. Wir sind 4,5 Kilometer noch entfernt. Aber ich frage mich, wie die dort ausbrechen können. Das ist 2- und 3-mal doppelt gesichert. Die müssen schon einen Plan ausgeheckt haben. Ah, die haben dazu wahrscheinlich nicht mal genug Zeit. Gut, mehr oder weniger gut, dass nachts ist. Für die Helikopter ist gut. Die sehen da wenigstens was. Hier auf den Straßen haben auch hier gerade. Wieso sind hier so viele vom ADAC unterwegs? Ja, hallo, was war denn das hier gerade? Also hätte ich jetzt keinen Einsatz, den würde ich direkt anhalten. Gut, ich würde sagen, wir nehmen auch gleich meine Abkürzung, weil links ist schon das Gefängnis. So. Ach, schön. Schön, guten Tag. No. So, wir fährten da. Ist er. Nee, das ist kein Gefängnis, wäre das so. Einmal drüber fahren, danke. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ne? Nee, 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 nee. Hallo. Jetzt reicht's wieder, so. Ja, schön auf dem Boden. Sie sind umstellt. Auf dem Boden. So, sie sind hiermit wieder festgenommen, aber das wissen sie wahrscheinlich schon. Schickes Auto haben sie da. So, die Kollegen müssen auch gleich hier sein. So, und sie jetzt auch einmal auf dem Boden, bitte. So, gut, da haben wir die Kollegen auch festgestellt. War das der Herr, der gerade da gesessen hat? Okay, der wird wahrscheinlich den Bus zurückbringen. Ja, wir brauchen hier mal... Ja, müssen nicht in getrennten Wagen fahren. So, damit wären wir hier auch für heute fertig. Gut, wir tun dann hier nochmal kurz die Lage überprüfen. Scheint an sich wieder realistischer zu sein. Wie die hier ausbrechen können, ist mir unklar, aber ich denke mal, das werden... Ach so. Wundere mich gerade hier, was mit der Schranke ist und warum mein... Ich, hallo? Gut, dann schieben wir das heute im Fall aus. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Haut rein, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag, 15 Uhr gibt es hier auf meinem Kanal ein brandneues Video. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein und ciao, Leute.